Good morning! Ich bin wieder in Südafrika. Gestern bin ich von Wien via Istanbul nach Johannesburg geflogen und bin jetzt hier in einem Hotelzimmer. Nachher gehe ich gleich zum Frühstück und danach werden wir von Cheetah Experience wieder abgeholt. Für alle, die mit Südafrika weniger Erfahrung haben, Juli ist Winter in Südafrika. Das heißt, man muss wirklich damit rechnen, dass es sehr, sehr kalt ist. Gestern hat es zum Beispiel so um die 5 Grad gehabt, also Wintersachen nicht vergessen. Ich habe heute im Hotel auch schon in einem Schlafsack geschlafen, weil mir einfach die Decken hier zu kalt sind. See you later! Das Frühstück in Südafrika ist typischerweise deftig und sehr britisch. Serviert werden normalerweise Baked Beans, Rühreier und warme Würsteln. Danach nahm ich den Schnellzug nach Hatfield. Der Schnellzug heißt in Johannesburg übrigens Go Train und er fährt alle 20 Minuten. Bitte nicht vergessen, in Marlborough umzusteigen. In Hatfield wartete bereits der Fahrer von Cheetah Experience auf uns, und nach circa 1,5 Stunden Fahrt landeten wir endlich im Paradies. Nachdem ich die Koffer in meiner Unit abgestellt hatte, ging es auch schon zu Fuß auf ins Camp. Dazu musste ich das Gartentor aufsperren. Das ist gleichzeitig ein Schutz vor den fremden Wildtieren und ungefähr 10 Minuten durch die afrikanische Savanne wandern. Im Camp hatte sich nicht allzu viel verändert. Die Serwalle waren noch genauso süß wie letztes Mal und ließen sich von mir streicheln. Ich sah sie alle wieder, die afrikanischen Wildkatzen. Wölfe, natürlich meine geliebten Geparden. Das hier ist übrigens Sahara. Sie hat gerade ihr Futter bekommen und schnurrt und purrt sehr zufrieden. Bela hat mir einen gehörigen Schrecken eingejagt. Sie sah zuerst aus wie tot, aber nach längerem Hinblicken sah man dann doch, dass sie ihre Augen schloss. Think she's tired. Maybe. Oh, she's sleepy. Faith war ganz okay. Und meine Freude war groß, als ich endlich wieder Benjamin und Blessing sah. Das sind Gepardenbrüder, die ich bereits vor einem Jahr als kleine Cubs betreut habe. Am Nachmittag gab es noch den sogenannten Big Feed. Das bedeutet große Fütterung für die Leoparden, Pumas, Tiger und Löwen. Besonders schön ist es immer wieder, Volunteers aus aller Welt kennenzulernen. Und etwas ganz Besonderes ist der Tiger Fushan, der aufgrund eines körperlichen Gebrechens nicht mehr ausgewildert werden kann. Come on, Fushi. And then that one, just throw it over, just far away from the face. In the middle. So, in the middle. Perfect. Nice. Oh. Good throwing arm. No.
Little bit to the right. Oh, little no. bit to the right. This right. way, Fushi, you're almost there. No, he's so foolish. Almost. Use your nose. It's there, right in front of you, boy. There you go. Oh.